Zwei Jahre nach schwerem Sturz, Winnetou, Star Marie Versini ist tot. Vor fast 60 Jahren wurde Marie Versini als Winnetous Schwester NSCHOG in Deutschland über Nacht zum Star. Jetzt ist die französische Schauspielerin tot, sie starb im Alter von 81 Jahren. Old Shatterhand nimmt sie in die Arme, geht mit ihr zu einem großen Stein. Plötzlich öffnet sie zum letzten Mal die Augen und sagt, ich liebe dich. Dann stirbt sie mit einem Lächeln. Die Liebes- und Sterbeszene wurde weltberühmt und ging in die Filmgeschichte ein. Auch im wahren Leben machte Marie Versini nun ihre letzten Atemzüge. Das Sterben im Film war für Marie Versini, die die Rolle von Winnetous Schwester spielte, normal, erzählte sie einmal in einem Interview. Wie das Sterben in Wirklichkeit sein muss, das weiß sie jetzt. Sie erlebte die letzten Momente ihres Lebens im Beisein ihrer Familie. Woran genau die Mimin starb, ist nicht bekannt. Ihre Rolle in Winnetou war für sie jedenfalls die schönste Rolle ihres Lebens, das betonte sie noch Jahre später. NSCHOG verkörpere Liebe und Treue und das sei wunderbar, erklärte sie. Viele ihrer Fans würden bedauern, dass sie im Film so schnell gestorben sei, sagte Marie Versini immer wieder. Als NSCHOG hauchte sie ihren letzten Atem bereits in Winnetou 1. Teil, aus, der am 11. Dezember 1963 in München Premiere gefeiert hatte. Die damals 23 Jahre alte Schauspielerin stellte Pierre Brice als Winnetou und Lex Barker als Old Shatterhand in den Schatten. Die schönste Rolle ihres Lebens. Der Karl-May-Experte Michael Petzl erklärte Versinis Erfolg unter anderem damit, dass das von ihr verkörperte Frauenbild perfekt in die Zeit passte, eine Übergangszeit zwischen dem Ende der konservativen Adenauer-Ära und der 68er-Bewegung samt sexueller Revolution. Auch als Pubertätsfigur stehe NSCHOG für den Übergang, sie verliebt sich in den erfahrenen Old Shatterhand, aber noch bevor es ernst werden kann, wird sie erschossen. Diese aufkeimende Liebe, bei der noch keine rohe Sexualität im Spiel ist, hat die Mädchen natürlich angerührt, sagte Petzl 2013 der deutschen Presseagentur. Versini spielte noch in weiteren Karl-May-Filmen mit, unter anderem in Der Schut und Im Reiche des Silbernen Löwen. Als NSCHOG trat sie erneut in Winnetou und sein Freund Old Firehand auf. Sie liebe Karl May, er habe ihr viel gegeben, erzählte sie. Ein Beweis, ihre 2003 erschienene Autobiografie, Ich war Winnetous Schwester, Bilder und Geschichten einer Karriere. In dem Buch plaudert sie unterhaltsam über ihre Berufung zur Schauspielkunst, ihre Begeisterung für den deutschen Abenteuerschriftsteller Karl May, ihren frühen Wunsch, Winnetous Schwester zu spielen, sowie über schicksalhafte Begegnungen und Freundschaften wie die mit Lex Barker. In den 1973 verstorbenen Hollywood-Star habe sich Versini während der Dreharbeiten verliebt. Versini wurde am 10. August 1940 in Paris als Tochter eines Lehrers geboren, der ihr als Kind aus Winnetou vorgelesen hat. Von da an träumte sie von NSCHOG und schlüpfte schon als junges Mädchen in ein Indianerkostüm. Sie begann eine Ausbildung am Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, bevor sie mit 17 Jahren zum jüngsten Mitglied der renommierten Comédie Française in Paris wurde. Mit Filmen wie Michu und die Männer und Junge, mach dein Testament, begann sie ihre Karriere vor der Kamera. In unserer Fotoshow können Sie sich Eindrücke von Versinis unterschiedlichen Rollen verschaffen. Im Jahr 1962 trat sie in Das schwarz-weiß-rote Himmelbett an der Seite von Thomas Fritsch auf. Die Filmkomödie sollte ihr Leben verändern. Denn durch sie wurde der deutsche Produzent Horst Wendland auf Versini aufmerksam, die er für die Rolle der NSCHOG engagierte. Versöhnung mit Mario Adorf. Im Jahr 1974 heiratete sie den Schriftsteller und Regisseur Pierre Vialet und wirkte in manchen seiner Filme mit, so in Hommage an Robert Schumann, aus dem Jahr 2010. Ihre größten Erfolge feierte sie jedoch an der Seite von Pierre Brice als die schöne Häuptlingstochter NSCHOG, was übersetzt übrigens schöner Tag bedeutet. Erschossen wurde sie im Film von keinem Geringeren als Mario Adorf, er verkörperte damals den Schurken Santa. In einer kleinen Rolle trat sie 2016 in der Neuverfilmung Winnetou, der Mythos lebt, als ältere Dame auf, die sich mit Karl May über die Gefahren einer Reise ins Indianergebiet unterhält. Auf der Filmpremiere dazu zeigten sich Adorf und Versini natürlich versöhnlich und posierten für ein Foto. Dabei hatte sie ihre Rolle als Winnetous Schwester verinnerlicht. Ich war NSCHOG.
und ich bin es immer noch, nur etwas älter, sagte sie 2013 der Badischen Zeitung. Am 22. November 2021 starb Marie Versini. Ihre Rolle wird weiterleben.